An Silvester zieht der Regen über Deutschland ab, beziehungsweise konzentriert sich dann später auf den Norden und dann hinter dem Regen startet die Warmluft so richtig durch. Das sehen wir hier auf dem Wolken- und Niederschlagsvorschaufilm, wie von Süden her es immer freundlicher wird, immer weniger Wolken aufziehen. Allerdings im Norden, da bleibt es doch grau und vor allem auch nass, auch bis zum Abend. Und in Summe kommt da doch einiges zusammen. Es wird eigentlich überall in Deutschland mal nass. Das sieht man schön hier an den Regensummen. Lediglich im Lee des Thüringer Waldes, hier über eben Teilen Thüringens, Sachsens und dem südlichen Sachsen-Anhalt, da gibt es eine Region, wo so gut wie nichts runterkommt. Beim Wind ist ebenfalls einiges zu melden, und zwar starker bis stürmischer Wind im gesamten Westen, Nordwesten, vor allem natürlich auch über der Nordsee. Ansonsten über der Mitte und im Süden Deutschlands, vor allem die Mittelgebirge, stechen raus, aber hier schwächt sich der Wind zumindest am Nachmittag deutlich ab. Und dann setzt sich schon am Vormittag in Süddeutschland die Sonne durch. Der stärkste Regen fällt am Vormittag über den Mittelgebirgen. Ganz im Norden, Nordosten ist es nur wenig Regen, aber da verstärkt sich dann dafür am Nachmittag. Dafür rutscht diese freundliche Zone auch in den Mittelgebirgsraum, und in Süddeutschland ist es sowieso ziemlich sonnig und der Wind, wie gesagt, schwächt sich deutlich ab. Im Süden sind immerhin bis zu 5 Sonnenstunden möglich, über der Mitte so 1 bis 3. Ja, und im ganzen Norden, da gibt es eben überhaupt keine Sonne. Und die Temperaturen, ja, die schießen wirklich den Vogel ab. 14 bis 22 Grad lediglich im Küstenbereich und im äußersten Norden mit 11 bis 15 Grad ein bisschen frischer. Ja, dann kommt die Silvesternacht, da regnet es im Norden weiter, aber mit dem Regen und dem Wind bleibt es hier extrem mild, mit 14, 15 Grad. Auch im Süden ist es mild, aber vereinzelt bildet sich dann in den Flusstälern Nebel und dann geht es auch auf einstellige Werte runter am Alpenrand oder auch an der Donau. Ja, und damit wünsche ich allen einen guten Rutsch und ein gelungenes, erfolgreiches und gesundes Jahr 2023.